Alles fresh? Shit. Freunde, was geht ab, Alter? Die shitty Haare sind immer noch da, nur sind sie jetzt noch ein Stück länger und sehen noch beschissener aus. Let's go, dude. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, vielleicht der eine oder andere hat sich gefragt. Actually hat sich wahrscheinlich niemand gefragt, aber an die drei Leute im Chat, die sich gefragt haben, wo ich war. Und zwar war ich vor 2 Wochen an einem nicht so gut mentalen Punkt, so mäßig. So, ich glaube, es war wieder so eins vor so Burnout, dude. Weil ich habe einfach alles kacke gefunden, was ich gemacht habe, jeden Tag. So, es war wirklich, ich habe jeden Tag alles scheiße gefunden, was ich gemacht habe. Ich bin aus dem Stream gekommen, ich habe wieder regelmäßiger auch, also ich habe das eigentlich gar nicht mehr gehabt, so die letzten, ja, das letzte Jahr oder so, aber ich habe dann auch einfach so wieder geweint nach einem Stream und dann so auf einer, auf so, der Stream ging aus und ich lag auf meiner Couch und wusste gar nicht, was ich machen soll und so und mega wack shit, wisst ihr? Alles, was ich gemacht habe, nicht nur Streaming, alles, ich fand alles kacke, ich habe alles angezweifelt, ich fand alles scheiße und ich habe auch viel mit Dominik drüber gesprochen und mit Basti. Basti hat echt nette Worte gesagt. Dann habe ich mich dafür entschieden quasi, weil ich habe das Gefühl gehabt, also es war noch eine Woche hin bis zum Urlaub, der war schon fix und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt eine Woche noch durchstreame und dann so wirklich die letzten Prozent aus meinem Körper noch raushole, dann bin ich im Urlaub so von 8 Tagen Urlaub, bin ich dann so 4 Tage erstmal am Klarkommen und dann 2 Tage irgendwie am Chillen und dann geht's schon wieder zurück so mäßig. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich gesagt, hey, mache ich 7 Tage mehr frei davor und habe die Zeit auch richtig gut genutzt. Also meine Freundin war hier und wir haben 7 Tage so voll viel Zeit verbracht, so jeden Tag. Es war übertrieben sick. Und danach sind wir mit den Homies in Urlaub. Wirklich, es war sehr, sehr schön, Freunde. Wir waren auf Kreta, habt ihr vielleicht mitbekommen, auf Insta oder so, mit super vielen Leuten, ein paar von meinen privaten Homies, Rätsmann, Dave. Ich wurde fast getötet von einer Gans, von diesem Wichser hier. Ja, ich schwör, dieses Mistvieh, Alter. Junge, dieses dumme Vieh, Alter. Vor allen Dingen sieht's auch, ich finde, dieses Bild sieht so photoshopped aus irgendwie. Ich weiß nicht, das sieht nicht aus, als wäre das echt. Der hat mich so genervt, aber was willst du machen? Harte Zeiten halt. Nee, aber war echt cool. Ich habe mich schön 2 Wochen auf Kreta und davor in Berlin sehr geärgert, dass Hugo einen Instagram-Account hat. Und jetzt bin ich wieder hier, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Achso, ja, das kam übrigens auch noch dazu. So, dieses Beef-Ding-mäßige hat mich auch mega mitgenommen einfach. Auch nach dem Statement, dann war für so einen Tag, war für mich das abgeschlossen. Aber dann, so, ich habe dann irgendwie gemerkt, so, ich weiß, es ist TikTok, aber ich habe gemerkt, gerade auf TikTok, die Leute checken das einfach nicht. Die Leute auf TikTok sind einfach dumm. Ich liebe die Plattform, aber die Leute auf TikTok sind einfach so dumm. Das ist wirklich insane. Aber ja, das hat mich einfach übel mitgenommen, weil ich halt, also ich habe auch viele Freunde dazu so gefragt. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein abgehobener Nichtsgönner bin. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hat mich das irgendwie mega mitgenommen. Das kam auch noch on top. Aber Freunde, Energy ist wieder da. Ich bin ready. Ab jetzt wird wieder zerrissen. Die nächsten Monate habe ich mir auch möglichst wenig vorgenommen, was super anstrengend wird, so wie Events oder so. Das heißt, ihr werdet einfach Everyday Grind von zu Hause sehen, Freunde. 5 Stunden Valorant, nein. Nee, ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein. 19 Tage kein Papa Platte Stream. Klimawandel hat sich umgekehrt und in Afrika haben die Menschen nicht mehr gehungert. Jokes aside, lieber weniger Streams mit 100% Elan als 5-mal die Woche und du fühlst es nicht. Ja, so war das. Also ich habe das wirklich nie gehabt so oder selten, dass ich, also vor einem Stream habe ich das manchmal, dass ich keinen Bock auf Streaming habe, okay? Dann komme ich online, dann sehe ich eure dummen, hey Kevin, du bist scheiße, lol W's und dann ist wieder fein, wisst ihr, dann habe ich übel Bock auf den Stream. Es klingt ironisch, aber ich meine es ernst. Ich hatte aber einfach keinen Bock auf Streaming. Es war so, ich war so 2 Stunden online, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich wollte wieder offline gehen. Selbst Just Chatting hat keinen Spaß gemacht, Bro. Also wenn das kein Indikator ist, dann weiß ich ja auch nicht, Digga. Freunde, ich hab in den 2 Wochen auch mehr Energie gesammelt, um alles so privatmäßig in den Griff zu bekommen. Ich weiß, ihr werdet jetzt sowas schreiben wie, hey, Kappa. Ich habe die letzten 5 Tage jeden Tag Sport gemacht. Ich habe eben vor dem Stream einen 12-Minuten Bauchmuskel-Workout gemacht. Sport läuft gut, Freunde. Kurzer Formcheck. Clip das und schick mir das in 3 Monaten. Dann werde ich nämlich topfit sein. Bro, ich musste mir im Urlaub anhören. Wir haben so Spiele gespielt. Also erstmal, ich habe im Urlaub ungefähr alle Leute geküsst, mit denen ich da war. Fast.
Ich glaube, ich habe kein Mädchen geküsst, aber alle Dudes, die da waren. Weil wir haben so ein Game gespielt, was Piccolo hieß, was ich bis dato noch nicht kannte. Und mir jeder gesagt hat, oh mein Gott, wie konntest du das nicht kennen? Das haben wir schon mit 13 gespielt. Auf jeden Fall haben wir so ein Trinkspiel gespielt, das hieß Piccolo. Keine Ahnung, ich kannte das nicht. Und ich hab Dominik sogar einen Knutschfleck geben müssen. Also das war sehr, sehr nice. Wir haben so Trinkspiele gespielt immer an manchen Abenden. Und an einem Abend haben wir Ding gespielt. Wie heißt es? Ich hab noch nie. Und dann war die Frage... ich habe noch nie einen Footjob bekommen und dann musste ich trinken. Und seitdem denken alle, ich hätte einen Fußfetisch, Digga. Aber habe ich nicht. Das ist was völlig anderes. Jesus, das hat nichts miteinander zu tun, Bro. Okay, ist nicht so. Nein, ist es nicht. Ich finde Füße nicht attraktiv. Okay, pass auf. Ich sag euch, honest opinion, okay? Ich in diesen ganzen großen Zeh in den Mund nehmen, shit, mega awkward. Feier ich überhaupt nicht persönlich, okay? Wenn ihr das machen wollt, vollkommen fein, ich bin da raus. Es gibt zwei Sachen, die ganz okay sind. Footjob ist ganz okay, hatte ich aber 2-3 Mal mehr im Leben. Mehr hatte ich auch noch nicht Bock da drauf. Aber wenn, dann war das immer nice. Und die zweite Sache, und ich hoffe, ihr fühlt es, okay? Wenn das Girl jetzt oben ist, aber umgedreht, okay? Ja, warum frage ich euch überhaupt? Ob ihr das fühlt, ihr das nicht, weil ihr noch keinen Sex hattet, Chat. Aber ist nicht schlimm. Wenn das Girl oben ist, aber umgedreht und dann sind die Füße so eingerollt. Ahnt ihr das? Ahnt ihr das oder ist das weird? Das finde ich nice. Aber es ist jetzt nicht, dass ich das mir die ganze Zeit angucke und das dann geil finde. Es ist einfach nur, es sieht ästhetisch aus. Checkt ihr das? Nein? Gut, Digga? Dann check ich es auch nicht, Jungs. Ey, dann ist auch egal. Oh, das war auch noch. Das war auch noch im Urlaub. Ich weiß nicht genau, was dieses Bild bedeutet, aber... ich bin in der einen Nacht wach geworden, okay, und da müsst ihr euch vorstellen, also, es war im Grunde so, die Bettaufteilung war ein bisschen scuffed, weil eigentlich wollte ich mit meiner Freundin in Urlaub fahren, die konnte aber dann nicht mitkommen und wir haben halt gesagt, die Pärchen bekommen halt immer ein Doppelzimmer, also so ein Doppelbettzimmer und meine Freundin konnte dann aber nicht mitkommen, das heißt, ich habe dann halt gesagt, ja, so, es mussten sich immer zwei Leute ein Zimmer teilen, habe ich gesagt, ja, ich will auf jeden Fall mit Dominik eins teilen, so, dann kamen wir in unser Zimmer rein, die Leute, die aus Berlin geflogen sind, kamen ein bisschen später. Deswegen waren die guten Zimmer, sage ich mal, schon weg. Und die richtig guten Zimmer waren halt für die Pärchen reserviert. Dann war es halt so, dass Dominik und ich halt dann ein Zimmer unten bekommen haben. Und da war halt auch ein Doppelbett drin, was wir uns teilen sollten. War an sich auch kein Problem, alles easy. Dicker, das Doppelbett war legit so groß wie, weiß ich nicht, so? So breit war das vielleicht? So, da hat so Dominik gerade alleine drauf gepasst. So, Digga, wir hätten ein Löffelchen pennen müssen, damit wir da hätten schlafen können. Also, wir hatten halt so, das waren wie so, im Grunde war unser großes Airbnb wie so 4 Wohnungen mäßig. 4 kleine Wohnungen, könnte man sagen. Und wir hatten bei unserer Wohnung, hatten wir so einen kleinen Vorraum mit einer Küche und einem Tisch. Und einer Couch, beziehungsweise dann später ein Klappbett, was wir geholt haben. Ja, da habe ich erstmal spontan im Urlaub auf dem Klappbett vorm Ofen gepennt, auf chillige Bruderbasis. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, diese Tür zum Schlafzimmer war zu, okay? Und die eine Nacht bin ich aufgewacht durch das hier. Dominik kam so ins Zimmer rein, die Tür hat so geknallt, so. Digga, dann höre ich draußen ungefähr sowas. Bro, haben draußen vor unserer Tür einfach so Atzen einfach rumgeballert mit so Waffen. Bro. Und Dominik meinte, als er das erste Mal wach geworden ist, hatte er so In-Ear-Kopfhörer mit so Noise-Canceling drin. Und es hat sich so angehört, als wäre jemand bei uns auf dem Grundstück und ballert da rum. Und seine erste Reaktion war, dann gehe ich erstmal raus und guck nach. Klar, Digga, wäre auch meine erste Reaktion. Hey, bei uns ist vermutlich ein Shooter auf dem Grundstück, da gehe ich erstmal raus. Er meinte, es ist die einzige Option, die man da hat. Jo, ach so. Auf jeden Fall ist er dann erstmal rausgegangen und hat dann nachgeguckt. Hat dann aber gemerkt, dass es halt ungefähr 1 Kilometer weg ist von uns. Ja, da war einfach eine Hochzeit, Digga. Da war einfach eine Hochzeit, Bro. Da haben die einfach geballert, Digga. Schön mit AKs oder so, keine Ahnung. Das war, Junge, das war richtig spooky, Mann. Na, Freunde, aber all in all, abschließend gibt's zu sagen. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Ich hab Bock, wieder Gas zu geben. Ich versuche ein bisschen auf meine Gesundheit wieder zu achten. Was heißt ein bisschen? Ich versuche sehr auf meine Gesundheit zu achten. Ich habe 4 Arzttermine in den nächsten 2 Wochen, die alle sehr wichtig sind. So Verdauungsstuff, dann so Augenarzt, dann habe ich noch so Hautshit und dann noch irgendwas, was ich... Ich lasse den Zahn fixen, der abgebrochen ist. Das ist das Unwichtigste.